Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, wie ihr seht, habe ich mir schon meinen Liegestuhl hier hingestellt. Also nicht nur, weil ich sehnsüchtig auf den Sommer warte, sondern auch, weil es hier um das Verb liegen geht heute. Und das kommt schon vor bei A1. Da lernt man es kennen, natürlich in dieser klassischen Form horizontal liegen, also irgendwo auf dem Sofa liegen oder im Bett liegen. Das kennt ihr alle. Und dann geht das aber auch noch weiter mit weiteren Bedeutungen. Und die betrachten wir dann hier. Das sind eher diese beiden Niveaus. Die betrachten wir hier auf jeden Fall auch mal mit vielen Beispielsätzen und Bildern. Und ja, viel Spaß. Los geht's. Schauen wir uns nochmal Beispielsätze an im Präsens, in der Zeit vom Präsens und auch nachher noch Präteritum von dem Verb liegen. Ich liege auf dem Sofa. Du liegst in der Sonne. Er liegt neben ihr. Sie liegt auf der Liege. Ja, die Liege ist das passende Nomen zu dem Verb liegen und ja, ist eigentlich eine Kurzform von der Liegestuhl. Und da heißt es dann aber die Liege. Hier ist es ja der Liege auf der Liege, weil ich ja hier frage, wo liegt sie? Und nach wo kommt ja der Dativ. Deshalb hier, sie liegt auf der Liege. Wir liegen faul herum. Also wir machen nichts. Ihr liegt im Weg. Ja, im Weg liegen ist auch häufig verwendet. Zum Beispiel hier zwei Katzen, die nicht weggehen wollen. Die liegen im Weg. Ich komme da nicht vorbei. Sie liegen am Strand. Ja, die Urlauber zum Beispiel hier Plural liegen am Strand. Okay, so kennen wir es und das meint natürlich immer diese Lage, dass jemand oder etwas horizontal meistens auf oder an oder in irgendwie etwas liegt. Ja, das wird immer in Bezug zu einem anderen Gegenstand oder irgendwie hier wie auch Strand oder einem Ort genannt. Dann haben wir im Präteritum, das ist die einfache Vergangenheit, hier mal die Konjugation der Person. Ich lag, ja, ich lag immer in der Sonne. Also letztes Jahr ist schon vorbei. Du lagst, er lag, auch sie lag und auch es lag. Wir lagen, ihr lagt und sie lagen faul herum. Ja, und in der gesprochenen Sprache verwenden wir ja häufig die Vergangenheitsform Perfekt. Und hier gibt es auf jeden Fall eine wichtige Besonderheit bei dem Verb liegen im Gebrauch. Zum Beispiel, wenn ich in Österreich lebe, würde ich sagen, Franz ist auf dem Sofa gelegen, zum Beispiel, ja, oder Franz ist in der Sonne gelegen. Ja, wohingegen ich das meinetwegen in Düsseldorf ganz anders sage, nämlich da sage ich dann, Enya hat in der Sonne gelegen oder Enya hat auf dem Liegestuhl gelegen. Ja, weil das ist eine Sache des Dialekts. Also im südlichen Raum von Deutschland, auch in Bayern, auch in weiten Teilen Ostdeutschlands, südlich gelegen, verwenden wir liegen in der Perfektform mit sein. Und man sagt so grob oberhalb des Mains gelegen.
verwenden wir dann im Perfekt liegen mit haben. Wir benutzen ja liegen auch, wenn wir sagen, der Schlüssel liegt neben dem Handy. Und ganz oft benutzen wir dieses Wort aber auch, wenn wir die Position von einem Land zu einem anderen Land angeben, wenn wir darüber sprechen. Also zum Beispiel, Ägypten liegt nördlich vom Sudan. Oder Libyen liegt neben Ägypten. Oder Eritrea liegt am Roten Meer. Oder hier China liegt nördlich von Indien. Ja gut, dann gibt es noch eine Variante von liegen. Und zwar dann, wenn liegen mit der Präposition an verwendet wird. Ja, wir gucken mal hier drauf. Du siehst so müde aus. Als Beispiel. Woran liegt das? Das bedeutet, ich frage nach dem Grund. Was ist der Grund dafür, dass du so müde aussiehst? Oder ich frage ganz einfach, das würde ich dann auch fragen, weil das das ganz Normale ist, woran liegt das? Und dann kann ich antworten, es liegt am Schlafmangel. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, wieso, hier steht doch am und nicht an. Aber wir erinnern uns an plus dem, weil hier befinden wir uns im Dativ. An plus dem wird dann zu am, also steckt das an da drin. Ja, ich könnte auch sagen, es liegt an dem Schlafmangel, aber das verbindet sich ja zu am. Oder man hört es auch oft mit diesem Wort daran. Es liegt daran, da ist das an eben dann da drin. Es liegt daran, dass ich zu viel arbeite zum Beispiel. Ja, also in dieser Variante kommt es wirklich sehr, sehr oft vor. Der Grund wird dann angegeben, warum irgendetwas so ist. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, wenn jemand sagt, zum Beispiel, Backen liegt mir. Ja, also wenn ich das sagen würde, was heißt das dann? Ich werde es wahrscheinlich nicht sagen, weil ich kann überhaupt nicht backen. Aber wenn ich das sage, dann heißt das, dass ich ein Talent dazu habe oder dass mir das wahrscheinlich auch Spaß macht und dass ich das gut kann. Ja, das sind meistens so Tätigkeiten, also Sprachen lernen liegt mir oder man kann auch sagen, liegt mir nicht. Was kann einem noch liegen? Autofahren liegt mir. Das ist ja auch eine Tätigkeit, die man praktisch erstmal erlernen muss. Oder lange schlafen liegt mir. Würde man vielleicht so nicht sagen, aber im Spaß könnte man das auch machen. Also ihr wisst, was gemeint ist, ja? Wenn jemandem etwas liegt, dann bedeutet das, dass derjenige das gut kann. Also liegen wird auch häufig in der Verbindung mit in Führung benutzt. Dann heißt das in Führung liegen. Weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Meistens hat es mit dem Sport dann zu tun, mit einem Wettkampf. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel Amanal Petros liegt mit über einer Minute in Führung. Ja, das ist ein Marathonläufer, der hat 2020 den Rekord gelaufen in Valencia und der lag also mit seiner Leistung in Führung. Ja, also er war Erster. Das bedeutet das, wird auch ständig benutzt. Man hört das beim Fußball, keine Ahnung, der Verein, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Schalke liegt mit und dann wird meistens dann dieses Ergebnis, der Ergebnisstand genannt, liegt mit 2:1 in Führung. Ne, während des Spiels, so hört man es auch oft. Also hier wird auch liegen verwendet. Auch häufig in Verbindung mit Temperatur. Ja, also wenn ich sage, die Temperatur
liegt heute bei 23 Grad, dann hört man das so auch oft, nicht nur beim Wetterdienst. Also es ist einerseits auch offiziell so ein bisschen oder gehobeneres Deutsch, eben, wie gesagt, so in den Nachrichten beim Wetter wird es so benutzt, aber auch, ich kann das selber auch so sagen. Also ich sage schon auch, morgen liegt die Temperatur bei über 30 Grad, ja. Dann allerdings kommt auch hinterliegen noch bei. Ja, also die Temperatur liegt morgen bei, was liegt sie bei? 13 Grad. Dann gibt es das noch häufig in Verbindung mit dem Durchschnittsalter oder das Alter. Häufig mit Durchschnittsalter, zum Beispiel das Durchschnittsalter einer Katze liegt bei 14 oder 15 Jahren. So wird es auch verwendet. Oder auch, um einen Unterschied deutlich zu machen, zum Beispiel der Unterschied zwischen einem großen Auto und einem kleinen Auto liegt darin, dass, keine Ahnung, das große Auto teurer ist zum Beispiel. Also so kann man es auch benutzen, hört man es auch schon mal. Es ist dann eben dieser Vergleich. Oder was man auch sehr häufig antrifft, ist, dass zum Beispiel, was weiß ich, Benny kann gut singen, so. Und dann sagt jemand, ja, das liegt in seiner Familie. Ja, das liegt in seiner Familie, dass er gut singt oder gut singen kann. Und das heißt dann, dass das praktisch geerbt ist. Also viele in der Familie können gut singen oder sind musikalisch. Ja, so ist das dann gemeint. Etwas liegt in der Familie. Hört man auch häufig. Ja, es gibt hier von dem Verb liegen zwei trennbare Verben, die sehr, sehr häufig sind. Das eine ist liegen bleiben. Das wird dann so als Infinitiv zusammengeschrieben, liegen bleiben. Und das habt ihr sicher auch schon oft gehört. Ich bleibe sonntags bis 10 Uhr liegen. Ne? So wird es verwendet. Was aber auch häufig ist, ist dieses Verb vorliegen. Und das bedeutet dann auch wieder etwas anderes. Das ist ja häufig so, dass wenn ein Präfix oder noch ein anderes Wort dazukommt, dass es dann natürlich in der Bedeutung variiert. Und so ist das hier auch. Dieses Vorliegen ist so ein bisschen, ja, manchmal auch amtlich oder auch zumindest im Berufsleben und in der Sprache, ja, etwas gehobeneren Sprache, sowohl gesprochen, aber auch geschrieben. Ja, wir gucken mal hier auf Beispiele. Die aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor. Was heißt das jetzt? Das heißt, die Zahlen, was auch immer für Zahlen, ist jetzt egal, auf die wir warten, liegen noch nicht vor. Heißt, sie sind noch nicht da. Also sie sind auch nicht zur Verfügung. Ja, so ist das hier gemeint. Oder hier, darüber liegen keine Erkenntnisse vor. Das bedeutet praktisch das Gleiche. Es gibt noch keine Erkenntnisse. Ne? Es gab vielleicht keine Studie oder keine Untersuchung. So ist es gemeint hier. Es liegen keine Erkenntnisse vor. Oder auch schon mal so hört man es schon mal oder liest man es auch. Im Moment liegen keine Stellenangebote vor. Ja, ihr wisst ja auch auf den Internetseiten gibt es ganz häufig von Firmen eine Sparte, die dann Jobs oft heißt. Und da werden dann Stellenangebote auch ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann. Aber manchmal gibt es eben auch keine Angebote und dann steht da auch schon mal, im Moment liegen keine Stellenangebote vor, also gibt es im Moment keine. Ja, wenn ihr jetzt noch da seid, dann gibt es ganz zum Schluss jetzt noch ein paar Redewendungen, wo das Verb liegen drin vorkommt. Die werden auch wirklich häufig benutzt. Das hört man sehr oft. Zum Beispiel, etwas liegt auf der Hand. Ja, etwas liegt auf der Hand heißt, dass es doch eigentlich klar ist. Also wenn jemand sagt, das liegt doch auf der Hand, dass wir gewinnen werden, meinetwegen jetzt beim Sport, beim Basketball,
dann heißt es, es ist doch klar, dass wir gewinnen werden. Ja, so wird es auch verwendet. Oder ja, auf der faulen Haut liegen, den Beispielsatz hatte ich schon mal eben, aber das heißt aber auch wirklich, auch so ein bisschen im übertragenen Sinne, dass man echt gar nichts macht und zu nichts zu bewegen ist und auch zu nichts zu gebrauchen ist. Dann hat man auch häufig jemandem am Herzen liegen. Ja, am Herzen liegen heißt, jemand ist mir besonders wichtig. Wenn ich das sage, du liegst mir am Herzen, heißt das, du bist mir sehr, sehr wichtig. Du bedeutest mir viel. Dann jemandem auch im Dativ, jemandem auf der Tasche liegen, das gibt es auch. Das bedeutet nicht, dass man jetzt mit dem Kopf auf so einer Tasche liegt, sondern dass man eigentlich das Geld von einem anderen braucht. Also dass dieses auf der Tasche liegen ist eigentlich diese Tasche ist eigentlich die Geldbörse, also das Portemonnaie. Heißt eigentlich, dass man eigentlich das Geld von dem anderen die ganze Zeit braucht, auch zum Leben und gar nicht selber dafür sorgt, dass vielleicht auch mal etwas Geld in die gemeinsame Kasse kommt. So ist es gemeint. Und dann gibt es noch links liegen lassen, ne? Also nicht rechts, sondern immer links, links liegen lassen. Das wird meistens doch eigentlich fast immer, bezieht sich das auf eine Person. Also wenn ich links liegen gelassen werde, dann ist das so, dass jemand anders mich überhaupt nicht beachtet, also ignoriert. Ja, das ist dann auch nicht so höflich und gar nicht freundlich und meistens auch beabsichtigt. Das bedeutet, jemanden links liegen lassen. Aber eine Redensart fällt mir noch ein und die finde ich auch ganz wichtig. Die heißt, es liegt an dir. Also du bist verantwortlich für das, was du tust oder was passiert in deinem Leben. Es liegt an dir.